Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, nach Folge 1000 geht das Ganze natürlich wieder normal weiter. Und ich habe mich hier für diesen Kran hier entschieden. Und zwar würde ich gerne versuchen wollen, hier mit dem ersten Griff, man sieht halt hier, dass man Wario hier nach unten drücken muss, damit er hier rausfällt, dass ich dabei halt hier beim nach unten drücken hier Mona treffe und dann vielleicht noch ihn hier mit, wenn halt der Greif ein bisschen nach rechts rutscht, sofern er hier nicht vorher stoppt. Oder dass halt die Marken halt dadurch, dass sie sich gelockert werden, vielleicht auch die hier lockern und langsam nach rechts rutschen, je nachdem. Und da muss ich halt gucken, wie ich an Wario drankomme, weil ich weiß, dass man diese Marke nicht so leicht greifen kann, gerade weil die halt so eine komische Form hat. Und ja, dass man halt dann natürlich ihn hier als, ja, als einzige Marke wirklich brauchen. Also ich meine, er ist so oder so die schwierigste Marke, aber ich kann mir das Ganze halt in drei Runden gut vorstellen und dann hoffen wir es einfach mal. Wir dürfen nur nicht zu weit nach links, weil hier ist ja so ein Stopper und wenn man den berührt, dann war es das natürlich dann auch meistens. So, gucken wir mal. Alles klar, zumindest, Wario, du hättest nach rechts fallen sollen. Und warum? Also manchmal verstehe ich auch so ein bisschen die Balance nicht. Klar, der fällt eher nach links als nach rechts, aber ich denke mal, ich wollte eigentlich schon hier so lockern, dass er ihn halt hier trifft und er mitlockert. Aber so wie halt jetzt Wario liegt, ist natürlich jetzt ganz mies, weil so hätte er eigentlich gar nicht liegen bleiben dürfen. Er hätte schon mit darüber fallen müssen, gell? Gut, dann gucken wir mal, ob ich mit links und rechts springen irgendwas machen kann. Ich denke mal, dass Wario wieder zurückrutscht, aber dass er hier nach rechts rutscht, dass man halt Wario dann nochmal irgendwie so nach unten drückt, dass er vielleicht nach rechts rutscht irgendwie. Bis gleich. Nee, Leute, das wird heute nicht. Das ist Fail. Also das Ganze kann ich jetzt hier komplett vergessen. Also selbst wenn ich jetzt hier nochmal geschafft hätte, dass er vielleicht bis nach rechts rutscht und ihn hier zu lockern. An Wario komme ich so nicht mehr dran. Ich müsste wirklich nochmal resetten. Und ich müsste halt hier zum Beispiel Mona zuerst weggreifen, dass halt der Greifer nicht bei den beiden, also hier so reingreifen, dass der Greifer nicht bei den Marken hängen bleibt und Wario hier halt festhält, sondern halt wirklich nach rechts schiebt dabei. Und ja, deswegen werde ich einen anderen Risikogriff, Risikowurf spielen. Und zwar spiele ich hier den einen Triforce Heroes Kran. Wo haben wir ihn denn? Hier, weil das ist Bombenkran, das ist sowieso Risiko. Und ob ich jetzt den Wario-Kran resette und dann nur zwei Runden habe und Wario sowieso nicht kriege, weil ich brauche da schon drei Runden, denke ich. Versuche halt immer mein Glück hier die Bombe hinzuwerfen, dass die Marken wegfliegen. Und da ich halt irgendwie gucke, dass ich an sie ihr vielleicht doch irgendwie drankomme, keine Ahnung. Aber nee, wenn man halt den ersten Griff fehlt, das ist halt immer so der Gedanke, gell. Aber gut, was soll man machen? Immerhin lockern sich hier die ersten Marken, wenn man sie die Bombe hinwirft, gell. Und da ist sogar relativ viel gefallen, muss ich sagen. Jetzt ist nur die Frage, ob man halt auch wirklich an sie drankommt. Generell muss man ja sagen, auch diese Art von Bombenkern, auch wenn ich sie nicht mag, könnte man in drei Runden komplettieren. Man könnte sogar schaffen, dass man halt die eine ganz linke Marke hier dann zuerst bekommt, weil die über die anderen drüber springt. Aber es ist immer die Sache, ob halt die Bombe genug Kraft hat, sie hier nach oben zu kicken. Und ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber gehen wir mal zum Training. Vielleicht klappt das Ganze ja doch noch irgendwie. Ist halt nur ein bisschen schade, wenn man halt, ja, wenn man den ersten Griff schon versemmelt und eigentlich den Tag schon was vergessen kann. Aber dann gucken wir einfach mal. Hier ist unser Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Naja, ihr wisst ja, was ich von diesen Bombenkränen halte. Also generell, Bombenkränen ist bei mir immer so eine Sache, ihr wisst ja. Und dann werden wir natürlich wie hier erstmal in die Mitte werfen und gucken, dass sich möglichst viel lockert. Besser wäre es natürlich, wenn die jetzt hier noch runtergerutscht wäre, um die halt anzuschieben. Aber sonst sind halt diese Art von Bombenkränen auch eher immer gleich, dass man halt immer so Stück für Stück die einzelnen Marken rüberwirft. Dann werfe ich nochmal hier hin, die rutscht rüber, fällt die runter und dann muss ich hier hinwerfen und so weiter. Ja, also an sich relativ simpel aufgebaut, aber gleichzeitig halt natürlich so, dass man halt mindestens vier Runden braucht. Vielleicht mit Glück drei, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Immerhin gehen die Bombenkräne relativ schnell, muss man dazu sagen. Also gerade wenn man halt hier jetzt normalerweise Kräne spielt, die halt eher darauf aufgebaut sind, dass man sie greift, dass das halt immer ein bisschen länger dauert, sage ich mal, mindestens eine Minute. So ist es dann relativ offensichtlich, aber wie gesagt, vier Runden. Wenn ich vier Runden gehabt hätte, hätte ich den gerne gespielt, aber das weiß man natürlich vorher nie. Eine Runde haben wir auf jeden Fall sicher, ja, die bleibt auch bei der einen Runde. Und dann kann ich jetzt mal mit Glück hoffen, dass ich vielleicht doch irgendwie die Marke kriege. Ich glaube eher nicht dran, aber ja. Wario hätte ich sowieso nicht mehr gekriegt mit zwei Runden, aber was hätte man dann sonst spielen sollen, gell? Los, Puppi, lass ihn durch hier, go, go, yay! So, Leute, ja, die einzige Möglichkeit, wie ich die Marke hier noch bekommen sollte, wäre, wenn die Bombe halt irgendwo hier explodiert, dass sie halt wirklich möglichst hoch springt und dann hier rüber kullert. Weil selbst wenn ich jetzt hier eine Lücke hätte,
dann würden die zwar im Weg liegen, dass die halt dagegen stößt und halt nicht weiterbekommt. Aber wie gesagt, das war eh irgendwie heute schon ein Fail-Tag. Wie gesagt, wenn ein Griff fehlt, gerade bei 3-Runden-Krähen, dann war es das eigentlich schon. Aber gut, was ich mal mache. Ich muss natürlich jetzt gucken, dass wenn ich jetzt hier die runterwerfe, dass irgendwie vorher hängen bleibt, dass sie halt vorher runterkullert und nicht zu schnell hier runterrutscht, weil sonst explodiert sie irgendwo hier. Und dann passiert natürlich generell nichts. Aber gucken wir einfach mal. Na, ja, okay. So war es eigentlich gedacht, aber man sieht halt schon, wenn es nicht über die andere Marke drüber kommt, dann wird es natürlich nichts. Aber okay, immerhin hat es theoretisch geklappt, so wie ich es mir vorstelle. Also, dass man sagen kann, gut, die Bombe soll irgendwo her explodieren und die Marke springt dann auch. Aber die Explosion hält halt nicht ganz so gut aus oder ist nicht ganz so stark, weil halt eben mal zwischendrin so eine kleine Lücke ist. Und je nachdem, wie groß die Marken hier oben drauf sind, fliegen sie natürlich nicht so weit. Deswegen ist die eine kleine Marke am Anfang hier sonst wo rumgeflogen. Und ja, bald heute ein Fehltag, kann man nichts machen. Muss natürlich auch mal wieder sein. Ich meine, gestern hatten wir einen sehr schönen Tag, muss ich ja sagen. Zwei Sets komplett mit einem roten Bonus. Natürlich einen schweren 5-Runden-Kran dazu noch komplettiert. Aber das habe ich halt damit gemeint, dass es halt noch lange weitergehen wird. Also nicht, dass man halt jetzt irgendwie großartig hier denkt, nur weil ich jetzt sage, ich spiele nur noch bis, sagen wir mal hier, bis 5000, dass das Ganze dann schnell vorbei ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber gut, dann ja. Dann hoffe ich, hat der Part trotzdem wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger K Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also an sich schon doch relativ simpler Bombenkran, aber halt trotzdem halt 4 Runden. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.